So, und alle guten Dinge sind drei, und darum wollen wir uns heute auch nochmal am Nachmittag zu Wort melden hier beim JFT Live Trading TV und uns die US-Märkte ansehen, die hier ein Stück weit ja, beharrlich daherkommen, also nicht wirklich überzeugen können in Sachen Performance. Die vorhin im Stream dargestellte Fuzzy-Vektor-Logik versprach hier mehr. Rein statistisch tendenziell hätte man hier durchaus noch mehr erwarten dürfen. Der S&P 500, wie gesagt, Moment, wir sind ja gerade beim Nasdaq. Hier ist der S&P 500. Der S&P 500 hat sich hier dennoch versucht an einer Etablierung, an einem Ausbruch über die Marke von 2100 Punkten. Da stehen wir auch aktuell wieder. Und die Situation ist weiterhin gerade hier beim großen, breit angelegten Index nicht von ungefähr. Gestern gab es hier ja, direkt eine Erholungsbewegung, kein Rücksetzer an 2085. Das ist erstmal kurzfristig positiv. Letztlich wurde das Ziellevel 2100 hier heute im vorbörslichen Handel schon erreicht und auch jetzt wird es eben umkämpft. Und faktisch ist, wenn der Index es schafft, hier sich drüber zu etablieren, sieht das für die Abendstunden nicht schlecht aus, dass der Index rein statistisch eine weitere Performance vollziehen kann. Diese dürfte hier, und da gehen wir gleich nochmal drauf ein, in dem Bereich 2105, 2106 Punkte führen. Im Ausdehnungsfall wäre hier das Widerstandslevel bei 2112 rund denkbar. Aber die Situation in jedem Falle hier kurzfristig weiter positiv im Stundenchartintervall. Gehen wir hier zu den Tiefs und den Indikationshochs, beziehungsweise Bewegungstiefs vielmehr. Dann sehen wir jetzt, dass der Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend, wie gesagt, erfolgt ist, bestätigt ist. Jetzt 2100 wichtig, da müssen wir drüber. Wenn das gelingt, haben wir hier 2105, 2111, 12 etwa vor uns. Das kann passieren. Parial, dramatisch wäre ein, ja, klares Scheitern. Die Kerze sieht jetzt hier aktuell nicht wirklich gut aus, aber hier ist ja noch nicht aller Tage Abend. Faktisch jedoch, wenn die Kerze hier deutlich abtaucht, hier wieder unter die Abwärtstrendlinie zurückgeht und speziell hier das Tief der Indikation von 13 Uhr nach unten sozusagen auflöst, dann wäre hier sicherlich relativ schnell die Marke von 2085 wieder auf der Agenda, um dann gegebenenfalls im Nachgang sogar noch deutlichere Rücksetzer in den Markt zu bringen. Das, wie gesagt, wäre hier definitiv eine Möglichkeit für den Fall, dass wir uns jetzt hier nicht nach oben absetzen können. Aber es sieht eigentlich nicht schlecht aus. Faktisch dazu aber, der S&P 500 muss die Marke von 2100 Punkten überschreiten. Ansonsten das große Bild. Tagesschart. Nach wie vor hier oben eine Top-Bildung. Das ist nach wie vor ein sehr, sehr zähes Verhalten hier seit März. Die Jahreshochs, die Mehrjahreshochs konnten hier nicht nachhaltig ausgebaut werden. Das ist eine gewisse Lethargie, eine gewisse Trägheit, aber nach wie vor auch hier im Tageschart kurzfristiger Aufwärtstrend seit Juli intakt. Warum auch nicht nochmal ein drittes oder besser gesagt ein vierter Versuch hier das Niveau von 2130 Punkten zu attackieren? Ich will es nicht ausschließen, wenngleich eben hier nur die kurzfristige Saisonalität Rückenwind verleiht, denn im weiteren Blick auf mehrere Wochen, sprich dann auch speziell September, Oktober, sieht das hier saisonal sehr, sehr schlecht aus. Aber kurzfristig hier oberhalb von 2085 ist die Situation eigentlich noch positiv wahrzunehmen. Das wäre hier gerade im Stundenchart unter 2085 und hier im Tageschart unterhalb von eben auch 2085 dann schon ein Stück weit kritischer. Dann könnte es hier nochmal eine Etage tiefer gehen. Aber grundsätzlich hat der Index jetzt hier rein vom letzten Verlaufstief ausgehend gute Chancen, hier doch nochmal einen Aufwärtsmove zu vollziehen. Idealerweise eben bis 2130, klar bullisch darüber hinaus, aber das scheint mir irgendwie doch schwierig, denn hier diese Top-Bildungssequenz, die ist nach wie vor en vogue und ja, es wird wohl viel davon abhängen, wann die Leitzinsanhebung in den USA letztlich durchgeführt werden wird, aber das hängt so ein Stück weit wie ein Damoklesschwert über dem Markt und könnte hier jederzeit den Markt zu Fall bringen. Das ist definitiv eine ganz klare Tatsache. Und man muss mal sehen, wie hier die weiteren Earnings ausfallen, also hier die Quartalszahlen. Da kommt ja nach wie vor einiges. Einerseits belastend, einerseits treibend, aber hier die Unsicherheit definitiv auf breiter Front zu spüren. Gut, Intraday hätten wir den Chart soweit fast ausgewertet. Wir wollen nämlich hier nochmal den 15-Minuten-Chart blicken, hier in der 24-Stunden-Indikation. Da sehen wir, dass wir hier gerade vom Tageshoch zurückkommt. Wir sind hier anhand der Indikation am Pivot Point, also sozusagen am Fingerabdruck des Vortages. Oberhalb dessen 2097 bleibt die Lage konstruktiv. Wichtig, dass wir oberhalb von 2100 Punkten uns festigen. Wenn das nicht gelingt, dann kann es sein, dass der Index doch noch nach unten abtropft. Gegebenenfalls hier die Marke von 2087, 2085, das gestrige Tagestief hier nochmals ansteuert. Das kann nicht ausgeschlossen werden, wenn wir hier nicht
rasch wieder über 2100 Punkte rausgehen. Wenn das gelingt, dann haben wir hier sicherlich Potenzial Richtung 2107 rund und gegebenenfalls 2109 vor Tageshoch. Im Ausdehnungsfall dann hier auch auf dem vorherigen Stundenchart zu sehen, 2111, 2112 wäre dann hier ein Ausdehnungslevel, was der Index rein technisch erreichen könnte, wenn es zu neuen Hochs kommt. Wir wollen hoffen, dass hier was passiert und der Index hier nicht seitwärts plätschert, ohne wirklich Impulse auszusenden. Das kann natürlich auch passieren, aber wir wollen nicht davon ausgehen. Warten wir mal dahingehend ab, was der Markt noch tut während des weiteren Handelsverlaufs. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen noch einen restlichen schönen Feierabend und wenn Sie mögen, hören wir uns natürlich morgen wieder. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kemmerer und tschüss.